herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Krebirsk. Und heute würde ich gerne weitermachen mit dem Dekorieren. So, aber bevor wir dekorieren, würde ich sagen, wir checken mal kurz, was haben wir noch hier in der Hand. Ich sammle mal noch zwei Geschenke ein, die wir gleich verteilen können. So, was haben wir hier noch liegen? Okay, die nehmen wir jetzt mal noch eben mit. Und dann schauen wir, wen wir hier so antreffen. Wir haben hier einmal Axel. Okay, Axel, die brauchen wir nicht schenken. Und hier waren gerade, genau, einmal Ursula. Ursula, wie geht's dir? Dann haben wir hier unsere süße Sonja. Sonja bekommt ein Geschenk, denn Sonja wird ja hier auf der Insel bleiben. Hier Sonja, einmal für dich. Zieh mal an, es passt. Ja, sie sieht so cute aus. Schaut sie euch an. Ein Kissen, okay, cool. Danke. Dann schau mal hier, ich habe gesehen, hier ist jemand zu Hause. Vielleicht bastelt er ja auch was für uns. Das wäre ja auch gar nicht so schlecht. Ein paar Bastelanleitungen können wir durchaus noch gebrauchen. Oh, nein, er bastelt nicht. Hey, Julian. Oh, haben wir wohl schon eine Weile nicht mehr angequatscht jetzt. Ich hatte mal ein paar Tage Spielpause hier zwischendrin, aber okay. Hier, zieh mal an. Mach mal auf, schlüpf mal rein, vielleicht gefällt sie dir, ja? Ach, er sieht einfach so handsome aus, ist so ein hübscher. Dankeschön, Julian. Dann nehmen wir auch das mit und dann müssen wir jetzt nur noch Doro finden. Dann schenken wir Doro noch was. Dann suchen wir noch denjenigen, der bastelt. Und unsere Flaschenpost brauchen wir auch noch. Okay, Doro ist nicht zu Hause, so wie es aussieht. Vielleicht treibt sie sich hier irgendwo rum. Können wir sie hier irgendwo sehen? Hier ist sie nicht. Nö. Hier ist sie auch nicht. Vielleicht drüben? Nö, auch nicht. Okay. Am Fischmarkt sehe ich sie auch nicht. Das sieht jetzt hier eher nicht so aus, als würde sie hier irgendwo rumlaufen. Doro, wo bist du denn? Okay, ich denke mal, hier ist jemand am Basteln. Dann gucken wir doch hier mal kurz rein. Und schauen wir mal, wen wir hier beim Basteln erwischen. Hi, Knut. Ja, ich weiß, ich habe ein bisschen nicht so gespielt jetzt hier. Was machst du denn? Ein Dekotürkranz. Okay, danke. Den nehmen wir natürlich auch, wenn wir jetzt nicht so viel damit anfangen können. Aber eine Bastelanleitung ist eine Bastelanleitung. Okay, cool. Ja. Wir schenken ihm jetzt einfach etwas von dem, was wir im Inventar haben. Was haben wir jetzt hier? Eine Arbeitsjacke. Wir schenken ihm die Arbeitsjacke. Komm. Wir sind mal nicht so. Simon, ich bin am Überlegen, ob wir ihn behalten oder nicht. Aber eigentlich habe ich die drei Plätze schon so ein bisschen in meinem Kopf verplant, wen ich gerne hätte. Ich bin noch unschlüssig. Müssen wir gucken, wie ich reagiere, wenn er eventuell doch eine Denkblase über seinem Kopf hat. Ah, hier war ja keine Flaschenpost. Vielleicht ist jetzt hier eine. Aber hier haben wir auch keine gesehen. Okay, nö. Schauen wir mal hier auf die andere Seite rüber. Da sitzt der kleine Pinguin. Oh, hier sind auch Blumen, die ich loswerden muss. Ah, vielleicht nutzen wir sie irgendwann zum Dekorieren vom Strand. So, das ist die von heute. Ein Romantikgartentisch, die kann ich schon. Den Holzsofatisch kann ich schon. Ich habe wohl jetzt schon eine Weile mein Inventar nicht mehr aufgeräumt. Einen Holzeimer, den können wir auch schon. Was haben wir hier drin? Eisenerz, aber den Türkranz können wir nicht. Okay. Gut.
Und dann leeren wir doch mal kurz das Inventar auf und hoffen, dass Doro uns irgendwann mal über den Weg läuft. Etwas wegpacken. Das brauchen wir nicht. Die brauchen wir auf jeden Fall. Das kann alles weg. Und ich will mal gucken, ob vielleicht doch noch irgendwo eine Strumpfhose ist. Denn sie hat so nackte Beinchen. Warum haben wir eigentlich zwei von diesen hässlichen Dingern? Okay. Ist egal. Okay, ich habe keine Strumpfhose. Gucken wir mal, ob wir in der Schneiderei eine bekommen. Okay, hier sind wir. Hi. Ich wollte gucken, ob ihr vielleicht eine nette Strumpfhose für mich habt. Mir ist ein bisschen kalt an den Füßen. Sieht nicht so aus, ne? Wir könnten uns so Stretch Leggings anziehen. Ich denke, wir ziehen einfach die Stretch Leggings so lange mal an. Und dann gehen wir mal und gucken, wo wir weiter dekorieren wollen heute. Okay, ich glaube, ich würde gerne hier um das Wasser hier. Ich nenne es jetzt einfach mal Stege. Ich würde jetzt hier gerne um die Stege rum dekorieren. Und dazu verlege ich hier jetzt erstmal die Designcodes am Boden. Und wenn ich das gemacht habe und hier alles brav aufgeräumt ist, dann würde ich sagen, dekorieren wir zusammen. Okay, ich habe jetzt den ersten Schwung herausgeholt und ihr seht, hier habe ich quasi bis hierhin schon mal überall Designs auf den Boden gelegt. Inwieweit wir jetzt hier schaffen, alles zu dekorieren, das sehen wir gleich. Und ja, so, ich hätte gerne hier die Zäune schon mal stehen, dann habe ich die nämlich schon mal aus meinem Inventar weg. Die passen hier nämlich richtig gut hin, finde ich. Und dann mal ganz kurz noch die zwei Zwischenwände, die ich hier eingesammelt habe. Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte die Zwischenwände, die hier meinte ich. Okay, da suchen wir uns jetzt was aus, was wir nutzen. Und ich glaube, das hier könnte ganz cool aussehen. Wir nehmen jetzt einfach mal das und gucken, was hier gleich so rauskommt. So, okay. Und zwar habe ich mir gedacht, dass wir das hier irgendwie so bauen. Dann müssen wir das hier kurz wegnehmen. Und ich wollte mit euch das einfach noch zusammen machen, dass wir ein bisschen Boden, ich sag mal, zusammen verlegen. Und zwar wir hier und dann benutzen wir den hier und ziehen das mal hier so nach oben. Und das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Und hier würde ich tatsächlich noch mal Holz nehmen. Und zwar machen wir hier, ich würde sagen, wir machen das so 5 breit. 1, 2, 3, 4, 5, irgendwie so. Das, glaube ich, könnte ganz gut aussehen. So, da nicht. Was manchmal, kennt ihr das, wenn man irgendwie zu schnell dann den A-Knopf drückt, bevor man das geschafft hat, sich zu drehen? Passiert das irgendwie immer nur mir oder gibt es da auch andere Leute, die so doof sind? So. Vielleicht machen wir doch hinten nochmal so eine Reihe noch hier irgendwie. Und hier könnte ich mir gut nochmal so ein bisschen Karton vorstellen. Ich habe noch gar keinen Karton heute benutzt. Das ist untypisch für mich.
Ich finde, der sieht so schön abgeranzt aus. Der hat zwar auch irgendwie so Kidcore-Vibes, aber ich finde ihn tatsächlich, er sieht auch so ein bisschen abgeranzt aus. Wisst ihr, was ich meine? Egal. So, wir nehmen jetzt einfach mal die erste Haltestelle und schieben die mal noch so hin. Das, glaube ich, ist ganz gut. Und dann hatte ich mir gedacht, dass wir hier wie so ein kleines Häuschen bauen. Dass ich hier und hier und das jetzt irgendwie noch hier so nach hinten fortsetze. Es würde hier quasi so wie so ein längliches Lagerhaus. Wisst ihr, was ich meine? Man sich so alte Lagerhäuser vorstellt. Lagerhäuser sind ja auch irgendwie immer so länglich. So das, und damit das Lagerhaus noch so richtig schön abgeranzt aussieht, so als würde es in der Kälte stehen, irgendwo am Polarkreis. Ja, ich glaube, das ist ganz gut. So, jetzt gucke ich mal, was ich hier noch eingesteckt habe. Die Campingbahn. Machen wir hier hin. So, was stellen wir hier drauf? Wie wäre es mit einem Kanister? Und hier vor den Blecheimer. Irgendwie so halb. So irgendwie. Ja, doch, ich glaube, das mag ich. Okay, ich habe doch noch so genau das Ölfassbad. Würde ich hier hinstellen. Habe ich einen Leitungsmasten eingesteckt? Ich dachte, ich hätte einen eingesteckt. Ja, okay. Das hier hin. Den Karton nach hier. Hatte ich noch ein Ölfass? Oh. So, vielleicht. Dann tauschen wir das. Ich habe das Ölfass aus Versehen dahinter gestellt. Hier. Okay, hier haben wir noch den Zaun. Dann können wir den Dörrfisch hier so hinstellen und die Fischkiste vielleicht nach hier, aber eins vorschieben. Sieht das ganz okay aus so? Sieht das aus, als würde es hier so ein kleines Lagerhaus sein? Gut, dann dachte ich mir, dass ich hier vielleicht mal kurz mit dem Zaun. Den vielleicht noch so ein bisschen in den Weg reinragen lasse und dann eine so hinstellen und eine so hinstellen. So. Habe ich noch einen Zaun? Ja. Dass man den vielleicht noch hier hinstellt. Hier wird keiner mehr hingehen, oder? Oh doch, oh, das ist gut. Jetzt stelle ich hier mal noch meine. Oh, die stelle ich lieber an den Strand. Da gehen sie mir nicht im Weg um. Die hier wieder hin, dann können wir noch was rausholen. Jetzt wollte ich das gucken, was haben wir jetzt noch dabei? Wir haben noch ein paar Schiffe. Okay, bevor ich ein paar Sachen aus meinem Schrank wieder raushole, können wir doch die hier so. Oh. Axel möchte was. Axel, was kann ich für dich tun? Hi. Was bekommen wir denn? An Emotionen. Sehr cool. Okay. Wir können ihn anschreien. Gut, dann gehe ich jetzt nochmal und hole ein paar Sachen aus meinem Inventar und dann dekorieren wir weiter. So, weiter geht's mit Dekorieren. Ich habe jetzt mal hier. Wo sind sie denn? Noch ein paar Zäune rausgeholt, aber ich dachte mir, dass wir hier vielleicht einmal hier und einmal hier die so irgendwie hinstellen können. Dann kann man, das würde man nur, wisst ihr, was ich meine? So hier reingehen können. Kann ich die noch ein Stück hinschieben? Ja. Sehr cool. Doch, das gefällt mir, das finde ich gut. Gut, die Zäune habe ich jetzt noch. Ich habe mir gedacht, die können wir hier noch so links und rechts hinstellen.
Kann ich von hier schieben? Nein. Okay, dann müssen wir ein bisschen schummeln. Ich hoffe, man kann die da so reinstellen. Die werden nicht so von der Brücke blockiert. Kann ich hier was hinstellen? Nee. Och Mann, ich dachte, das kann man hier so schön, wisst ihr, so in die Ecke schieben. Oh. Okay. Dann geht's wohl nur so. Also quasi hier hin. Und hier runter. Geht dann quasi bloß einer hier hin. Wenn ich jetzt hier einen hinstelle. Und passt dann hier noch so ein Boot hin? Ja. Okay, kann ich das Boot auch so rum hier hinstellen? Oder blockiere ich damit die Brücke? Nein, tue ich nicht. Okay. Dann würde ich nämlich gerne noch einen weiteren Zaun hier hinstellen. Ich habe noch Stahlzaun. Einen hier hinstellen. Und du musst es blau sein, oder? Ja. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich weiß noch nicht, ob mir die hier gefallen. Ich glaube, die sind mir hier zu hoch. Ich glaube, die packen wir dann nicht hin. So, hier will ich sie auch nicht hinhaben. Hier irgendwo. Das will ich hier vielleicht so ein bisschen abgrenzen. Teste ich mal. Ich glaube, das mag ich lieber. Ja, doch. Ich glaube, das ist ein bisschen besser. Und hier können wir mal gucken, ob ich noch so einen Seilzaun, den könnten wir endlich mal rausholen. Das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Schauen wir mal. Davon haben wir doch noch was. Oder so ein Blechzaun. Da müssen wir jetzt gleich mal gucken. Auf alle Fälle würde ich den Blechzaun tatsächlich hier hinstellen. So. Und hierüber kann ich ihn mir gut vorstellen, wenn ich ihn so um die Ecke mache. So irgendwie. Da gefällt er mir ganz gut. Es war doch nicht so schlecht, mal ein paar Zäune rauszuholen. Ich glaube, das macht durchaus so einen kleinen Unterschied hier. So, und jetzt holen wir mal den Seilzaun. Wenn wir den nämlich jetzt nach hier packen und den hier auch um die Ecke laufen lassen, könnte das ziemlich cool aussehen. Ja, doch, ich mag das. Machen wir den hier vielleicht noch weg, damit wir hier mehr Platz haben. Und könnte mir den Blechzaun auch vorstellen, indem man ihn. Ich wollte ihn eigentlich hier so. Okay, da geht er nicht hin. Okay, dann nicht. Und hier wieder den Seilzaun. Testen wir natürlich gleich. Ich mag ihn so lieber. Und hier könnte ich mir vorstellen, dass wir so einen Kartonstapel noch hinstellen. Oder vielleicht einen Leitungsmasten. So. Ja, das glaube ich ist fast ein bisschen besser. Okay, jetzt schauen wir mal, wie wir hier noch am besten dekorieren. Ich habe nämlich noch so
große Tanks dabei. Für die hätte ich jetzt gern auch noch einen Platz. Aber vorher stellen wir hier auch noch, wo ist denn ein Yachtmodell? Hier. Stellen wir hier noch ein Yachtmodell hin. Und ich könnte mir, muss ich sagen, tatsächlich die Tanks hier gut vorstellen. Passen die da hin oder nehmen die zu viel Platz weg? Wenn ich einen hier hinstelle und einen hier in die Ecke. Warum hast du denn hier wieder keinen Platz? Kann ich dich hier wenigstens reinschieben irgendwo? So falsch rum und dann hier reinschieben. Ja, so wollte ich ihn stehen haben. Doch ich glaube, das macht sich ganz gut. So. Die Holzkiste sehe ich hier. Zusammen mit dem Stahlträger auf jeden Fall. Gut, was haben wir noch, was wir verbauen müssen? Eine Hellholztrennwand, die sehe ich auf jeden Fall hier. Ich dachte, ich habe zwei mitgenommen. Ja, okay. Gut. Eher so. Nee, die gefallen mir nicht. Nee. Aber ich habe hier einen Ballon gesehen. Okay, ja, nee, der ist gerade weit über Wasser. So. Ich habe hier noch ein Yachtmodell. Das könnte ich mir, muss ich sagen, tatsächlich hier ganz gut vorstellen. Wenn man das hier so dran schiebt, ja. Und wenn ich jetzt ganz dumm hier auf dem Boden nochmal so ein Holz mache, wie wäre es mit dem, das so lang läuft? So. Und hier irgendwie nochmal was mit Blech. So das hier zum Beispiel. Ich stehe wahrscheinlich nicht so schlau. Sondern ich muss mich wahrscheinlich hier hinstellen. Und wir dann hier noch. Habe ich noch ein Yachtmodell hier? Nee, müssen wir noch eins holen. Das macht nichts. Okay. Hier ist ganz gut. Hier muss auf jeden Fall noch irgendwas stehen. Ja, so ein Müllsackset kann ich mir hier gut vorstellen. Ja. Okay. Und das zweite Müllsackset kann ich mir hier ganz gut vorstellen. Okay, näher ran geht nicht mehr. Die muss ich noch umgestalten. Die Kühlbox könnte ich mir hier gut vorstellen. Ja. Zusammen mit dem Fischkistenstapel. So in die Richtung vielleicht. Dann haben wir noch einen Reifenstapel. Der da dahinter noch. Kann ich den so ein Stück rausziehen? Die Stehleiter, wo packen wir die hin? Die könnten wir noch hier hinstellen, oder? Und dann hat man hier noch so einen Spot, wo man angeln kann, wenn man möchte. Kann ich den Kartonstapel hier hinstellen oder nimmt der zu viel Platz weg? Und die Spüle daneben? Oder vielleicht andersrum, dass man das hier noch nach hier schiebt und wir die Spüle nach da stellen. Das ist gut. Okay, wir haben die Baumstammfalls jetzt noch. Aber für die wüsste ich jetzt tatsächlich nicht so genau, wo wir die hin tun können. Okay. Und der Dörrfisch. Den würde ich vielleicht tatsächlich
hier mit hinstellen. Ja, dann holen wir mal noch ein paar Sachen aus dem Inventar. Okay, wir haben noch mal was aufgehoben. Und zwar habe ich einmal natürlich hier die Papierchaos-Teile umgestaltet. Und die verteilen wir jetzt kurz. Und ich würde gerne hier vorne auf diese große leere Fläche auf jeden Fall eins davon gleich machen. Und hier auf jeden Fall jetzt das Yachtmodell, von dem ich gesprochen habe. Genau. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir hier noch irgendwie so ein bisschen ja, Tiefe versuchen mit reinzukriegen. Wisst ihr, wie ich meine? So, und hier hatte ich ein Farbeimer-Set und den Werkzeugkasten und den Blecheimer. So, dann haben wir noch ein Absperrhütchen, das wollte ich hier hinpacken. So. Zusammen mit den Schuhen. Fand ich ganz cute. So. Hier ist es auch so ein bisschen nackt, das macht nichts. Da werfen wir jetzt so eine Alge hin. Und dann haben wir noch genau die Wäscheleine. Die wollte ich hier so ein bisschen in den Weg packen. Ah, zu nah. Okay, Entschuldigung. Ich dachte, ich kann sie ein bisschen näher an den Zaun schieben. Okay. So, hier glaube ich, ist alles ganz gut. Dass es hier nackt aussieht, ist ein bisschen klar, weil hier ja nicht viel hin kann. So. Dann haben wir hier, kann ich mir gut vorstellen, dass hier quasi noch so die Creatures stehen. Genau. Und maybe hier irgendwie noch diese Alge hin. Zack. Und jetzt habe ich noch. Kann ich hier frech diese Wäscheleine hinstellen? Ohne dass es dumm aussieht. So irgendwie. Ich meine, hier würde ich dann weiter dekorieren, wenn es soweit ist, aber ich finde, sieht es gar nicht so schlecht aus. Oder was meint ihr? Wie findet ihr das bis jetzt so? Würdet ihr sagen, dass das ganz gut so aussieht? Kann man das so lassen? Ich glaube schon, oder? Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Ich denke, das sieht ganz cool aus. Ja, auf jeden Fall. Doch, gefällt mir. Sieht cool aus. Und ich würde sagen, das war's auch schon. Wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss.